Was ist die AKNZ? Ja, die AKNZ ist als Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz durchaus einzigartig im Bildungswesen des Bevölkerungsschutzes in Deutschland, aber auch international. Wir bilden im Jahr bis zu 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus und bereiten sie auf ihre sehr schwierigen Aufgaben vor, die sie dann bei der Bewältigung von Krisen und Katastrophen, schwerpunktmäßig natürlich im nationalen Bereich, wahrzunehmen haben. Nach meiner Überzeugung ist Bildung in der Tat einer der besten Möglichkeiten der Katastrophenvorsorge. Wen bildet die AKNZ aus? Ja, unsere wesentliche Zielgruppe sind Führungskräfte und Verantwortungsträger aus dem Bevölkerungsschutz. Das sind Führungskräfte aus dem Bereich der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Und das zieht sich über alle Ebenen des Katastrophenschutzes, von der kommunalen Ebene über die Kreisebene bis hin zur Länderebene. Wir haben in den letzten Jahren aber vor allen Dingen auch einen vernetzten Ansatz gewählt, sodass wir hier auch Polizistinnen und Polizisten zu unseren Teilnehmern zählen, Soldatinnen und Soldaten, aber auch Manager aus Unternehmen, die eben in kritischen Infrastrukturen relevant sind, sodass wir hier eben eine Begegnungsstätte auch darstellen. Und das ist mir nochmal ein sehr wichtiger Aspekt, dass wir hier im schönen Ahrtal all diesen Führungskräften und Verantwortungsträgern auch die Möglichkeit geben, sich kennenzulernen. Es ist durchaus wichtig und auch bekannt, dass es in Krisen ganz bedeutend ist, Köpfe zu kennen. Und hier kann man sich eben auch bei einem Glas Rotwein hervorragend kennenlernen. Wie bildet die AKNZ aus? Ja, wir haben es hier ausschließlich mit erwachsenen Menschen zu tun. Und hier ist es wirklich sehr wichtig, dass man erwachsenengerecht und teilnehmerorientiert ausbildet. Das heißt, dass man letztlich auch die Kompetenzen und die Erfahrungen, die diese Führungskräfte und Verantwortungsträger mitbringen, aktiv in den Bildungsprozess mit einbindet. Für uns heißt das, dass wir sehr handlungsorientiert und kompetenzorientiert hier arbeiten. Das heißt zum Beispiel, dass wir hier Übungen anbieten im Bereich der Stabsausbildung. Da haben wir auch eine gewisse Kernkompetenz. Stäbe sind Gruppen von Menschen, die gewisse Aufgaben wahrzunehmen haben bei der Bewältigung von Katastrophen und Krisen. Und wir führen sie in ganz realitätsnahe Situationen, sodass der Teilnehmer oft gar nicht mehr merkt, ob er hier in einer realen Situation ist oder in einer Ausbildungssituation. Und das führt dazu, dass er sich wirklich in seinen Kompetenzen entwickeln kann, um bestmöglich auf die Praxis vorbereitet zu sein. Also es geht im Wesentlichen gar nicht so um Wissensvermittlung, sondern um Kompetenzvermittlung, um Kompetenzsteigerung, um eben auf den Einsatz bestmöglich vorzubereiten. Für die Zukunft, denke ich, ist es in der Tat wichtig, dass man diese pädagogischen Aspekte in der Aus- und Fortbildung mehr berücksichtigt, als es vielleicht bisher geschehen ist. Weil heranwachsende Generationen erwarten auch von Ausbildungseinrichtungen diese pädagogische Qualität, die wir ihnen bieten.